Hallo und herzlich willkommen zu diesem kleinen Video. Ich hatte mir ja Anfang des Jahres vorgenommen, dass ich als alter Star Wars-Fan dringend einen TIE Fighter aus Lego brauche. Warum habe ich noch keinen? Das ist ganz einfach. Als Lego Star Wars auf den Markt kam, war ich mitten in den Dark Ages. Und naja, es hat sich einfach nie ergeben. Und nun habe ich hier diesen TIE Fighter, diesen imperialen TIE Fighter, das Set Nummer 75211 aus der Solo Star Wars Movie Reihe mir geangelt. Das gab es beim Rofo im Angebot für 49,99. Also ein guter Preis. Neu kostet das Ding sonst UVP 70 Euro. Kann man also nicht drüber meckern über diesen Preis. Genau, 501 Teile hat das Ganze. Bis auf ein paar Aussetzer in Blau ist das rein in Schwarz und Grau, so wie es sein soll. Und das Set hat vier Minifiguren. Es hat einmal hier einen wunderschönen TIE Fighter-Piloten. Der ist ein bisschen grimmig, da er aktuell nicht fliegen darf. Dann haben wir hier den Typen. Ich kann euch nicht sagen, wer das ist, weil hab den Film nicht gesehen. Irgendwie hat es sich nicht ergeben. Irgendwie nach dem angeblichen. Es gibt ja da diesen Film, den man nicht erwähnen darf. Und seitdem hat mich Star Wars nicht mehr ins Kino gezogen. Der Typ hat auch kein Wendegesicht, ist auch sauer, hat ein schönes neues Cape, das es bis jetzt nur in diesem Set gibt, mit Aufdruck einer Kapuze. Haben wir diesen Typen hier. Auch der hat dieses Cape, der hat eine größere Wumme. Der hat immerhin ein Wendegesicht. Und dem ist sein Visier auf dem Helm aufgedruckt. Last but not least, Typ mit zwei Wummen. Nichts Aufregendes hier am Start. Aber immerhin für 50 Euro, 500 Teile, alle in vernünftigen Farben, vier Minifiguren und ein TIE Fighter. Was mich total positiv überrascht hat, der TIE Fighter hat keinen einzigen Aufkleber und er hat auch keine unsinnigen Prints. Klarer Fall, Tragflächen. Und Cockpitkanzel. Bedruckt ist einmal hier und einmal auf der Gegenseite. Das sind diese schönen großen Riesenfliesen, die einmal eine Reihe Noppen drumherum haben. Dasselbe auf der Seite. Bedruckt ist außerdem hier das Dach des Cockpits und das Glas vorne dran. Und sonst war, glaube ich, nichts bedruckt. Nein. Das Ganze ist stabil. Also das ist hier immer reingeklippt, die Tragflächen. Das hält. Sieht schick aus. Die Kanzel kann man aufklappen. Und dann kann man da einen Piloten reinsetzen und auf X-Wing-Jagd gehen. Des Weiteren hat das Ding zwei Rocket Launcher. Ich meine, ansonsten, wenn es ein Star Wars Set ohne Stud Shooter gibt, dann halt wenigstens diese blöden Missile Launcher. Naja, gut. Sieht von vorne okay aus, deshalb beschwere ich mich nicht, aber gebraucht hätte ich das auch nicht. Ihr kennt die wahrscheinlich besser als ich. Damit kann man
irgendwie versuchen, auf die Minifiguren zu zielen. Drückt hier hinten einmal drauf und die Dinger gehen los. Und dann kann man die Minifiguren damit umnieten. Die Dinger findet man auch besser als diese 1x1 Rundfliesen und insofern ist das in Ordnung. An besonderen Teilen, mal abgesehen von den bedruckten Teilen, sind cool diese Light Bluish Gray Goldbarren. Die finde ich, machen sich wunderbar im Mauerwerk. Und ein anderes besonderes Teil, was es sich vielleicht zu erwähnen lohnt, sitzt hier. Ich versuche es mal auszumachen. Das ist dieses. Na, im ersten Moment habe ich es für einen Nexonite-Schild gehalten mit einer Noppe drauf. Ist es nicht, das ist vom Format 2x2. Ist zwei Plates hoch. An einigen Stellen zumindest. Und das Ganze ist ein relativ neues Teil. Das gab es 2017. Ist es zum ersten Mal in Reddish Brown in Minecraft-Sets aufgetaucht. Und jetzt eben 2018 hier in dem Star Wars-Set in einem Ninjago-Set noch in Grau und in einem dritten Set, das mir gerade nicht eingefallen ist. Jedenfalls, vier von diesen schönen Teilen sind davon drin. Und das war's auch schon mit den imperialen TIE Fighter. Ich muss sagen, der sieht gut aus. Der ist sicherlich mit 50 Euro nicht übermäßig überteuert. Hat natürlich nicht die Größe und die Wuchtigkeit von einem UCS-Set, aber ich habe sowieso kein UCS-Set und ich habe auch überhaupt keinen Platz dafür. Insofern werde ich das Ding noch ein bisschen genießen und ich wäre neugierig, was haltet ihr von diesem TIE Fighter? Was haltet ihr allgemein von Lego Star Wars? Und was haltet ihr von diesem Video? Schreibt es mir doch einfach in den Kommentaren. Ich würde mich über Rückmeldungen freuen und wünsche euch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Video.